Herzlich willkommen zur zweiten Episode Information strukturieren im Modul D, Wissen verarbeiten. Heute beschäftigen wir uns mit einer Lösung zu der Frage, wie kann ich die ganzen Dinge und Informationen, die ich dort sammle und finde, so verwalten, dass ich sie später auch wiederfinde. Ein Ansatz dazu ist, dass man die Fundstücke selber so beschreibt, dass man es nachher dann über eigene Suchbegriffe wiederfinden kann. Das geschieht über sogenannte Folksonomies. Das ist ein Kofferwort aus Folk Taxonomy, also eine Taxonomie, die aber nicht von Experten, also Bibliothekaren zum Beispiel durchgeführt wird, sondern von Personen wie du und ich. Und das wird eigentlich bei fast jeder Social Software genutzt für Inhalte. Es können Texte sein, es können aber auch Musik oder Bilder sein. Und das muss man kurz anschauen, ein Beispiel, also bei Flickr zum Beispiel. Flickr ist ein Bildersuchdienst, da gehen wir einfach mal Bremen ein. Und jetzt sucht Flickr ganz viele Bilder, die was mit Bremen zu tun haben. Und wie kommt Flickr jetzt auf Bremen? Er kommt deswegen auf Bremen. Er macht jetzt keine Bildanalyse und sagt, das ist der Bremer Rathausplatz, sondern die Person, wenn sie ihre Bilder hochladen, schreiben sie einen Titel ein. Da steht dann zum Beispiel Dom in Bremen oder Bremen City. Häufig werden noch extra besondere Tags angegeben. Also Tags kann man sich vorstellen wie ein kleines Etikett. Und schauen wir uns mal, wenn wir mal nach Bremen suchen, nur mit dem Tag Bremen. Dann finden wir hier auch wiederum Bilder, wo Personen in den Tag hineingeschrieben haben, Bremen. Da haben wir in Bremen den Marktplatz. Aber es können natürlich auch andere Sachen, zum Beispiel ein Weihnachtsessen in Bremen sein. Das heißt, wir gucken mal vielleicht nach Bildern, das sind jetzt die neuesten. Jetzt gucken wir mal nach besonders interessanten Bildern aus Bremen, die getaggt worden sind in Bremen. Und da kriegen wir hier wieder ganz schöne Bilder. Zum Beispiel vom Universum. Diese Texte werden manchmal auch in sogenannten Tag-Clouds wiedergegeben. Das ist zum Beispiel eine Tag-Cloud von einem Blog und da wird dann einfach geschaut, welche Schlüsselbegriffe werden auf dem Blog häufig genutzt. Und die besonders häufig genutzt werden, die werden dann groß dargestellt und dann hat man so eine Wolke sozusagen mit diesen Begriffen. Da kann man normalerweise online dann auch draufklicken und kriegt dann all die Sachen mit diesen Begriffen. Da kann man normalerweise online dann auch draufklicken und kriegt dann all die Begriffe, die Inhalte, die damit getaggt worden sind, angezeigt. Besonders stark wird das genutzt beim sogenannten Social Bookmarking. Social Bookmarking bedeutet ein gemeinsames Erstellen von Lesezeichen. Sie kennen das im Webbrowser, wenn Sie eine Seite gut finden, dann würden Sie normalerweise ein Lesezeichen hinzufügen. Das kann man auch machen. Das Nachteil ist, dass Sie es dann auf einen Rechner haben. Vielleicht haben Sie zu Hause einen Rechner und haben ein kleines Netbook, was Sie an der Uni haben, oder vielleicht ein Smartphone. Und dann wird es schon ein bisschen schwieriger, immer diese ganzen Lesezeichen von einem Gerät zum anderen irgendwie parallel zu halten. Und dafür gibt es sogenannte Social Bookmarking Dienste. Einer wäre Mr. Wong und dort können Sie Ihre Lesezeichen online speichern und das heißt von jedem Rechner, wo Sie Internetzugang haben, können Sie auf Ihre Lesezeichen zugreifen. Und weiterer Dienst zum Beispiel ist Delicious und was man jetzt hier sieht, das sind zum Beispiel ganz aktuelle neue Webseiten, die aufgenommen worden sind in Delicious und zum Beispiel hier steht The New Facebook Profile Layout, da gibt es ein neues Facebook Profil Layout und hier gibt es schon die ersten Kommentare dazu und das haben jetzt mittlerweile 11 Personen schon gespeichert und
Die haben als Tags angegeben Facebook, Design und New. Man kann jetzt sowas durchsuchen, so eine Bookmark-Sammlung, Lesezeichen-Sammlung wie Delicious, indem man jetzt zum Beispiel Facebook hier eingibt. Das werden hier also alles aktuelle, die aktuellsten Bookmarks, die momentan zu Facebook abgespeichert worden sind, angezeigt. Oder man kann sich anzeigen, was sind die populärsten Bookmarks. Zum Beispiel hier gibt es eine Studie zum Thema, wann sind die Facebook-Benutzer am meisten aktiv. So kann man anfangen, auch solche Dienste nicht nur für das eigene Hochladen und Verwalten von Lesezeichen zu verwenden, sondern man kann auch so etwas durchsuchen. Export Tags ist eine Möglichkeit, nach Tags zu suchen. Gucken wir mal Learning. Und jetzt können wir hier noch Web2O dazu nehmen. So, jetzt haben wir alles Lesezeichen, O-Learning und Web2O zusammengenommen worden ist. Und jetzt können wir auch vielleicht University dazu nehmen. Und dann sollten wir eigentlich schon ganz, ganz viele Dinge haben, die für uns interessant sind. Und auch da können wir die Dinge uns zeigen lassen, die vielleicht am populärsten, am häufigsten geklickt werden oder die am aktuellsten sind. Hier war eben gerade zum Beispiel 100 Incredible Useful YouTube Channels for Teachers. Schauen wir uns das zum Beispiel mal an. So, und dann sind wir schon mitten im Geschehen. Der Vorteil von Tags ist, dass man normalerweise würde man ja eher so in hierarchischen Ordnerstrukturen arbeiten. Da muss man sich aber entscheiden, wo tue ich es jetzt genau rein. Bei Tags kann man einfach drauf tun und hat dann eine gewisse Chance, das wiederzufinden, sage ich mal. Ja, es ist sehr viel einfacher, ein paar Tags zu benennen, als sich in ein kompliziertes Ordnungsschema einzudenken. Also selbst Bibliotheken gehen mittlerweile dazu über, dass sie beides anbieten, eine hierarchische Taxonomie plus Tagging von Inhalten. Hier nochmal Stärken und Schwächen. Stärken liegen sicherlich, man stöbert eher durch. Man kann zum Beispiel so gewisse Trampelpfade erzeugen, was man eigentlich gerne oder was man sucht. Es gibt wenig Einstiegshürden, der Aufwand ist gering und man kann auf der einen Seite seine eigenen individuellen Wissensräume aufbauen, gleichzeitig kann man auch gemeinsam mit Gemeinschaften das umsetzen. Die Schwächen liegen daran, dass es natürlich Mehrdeutigkeiten gibt und auch so Sachen wie zum Beispiel Web 2.0 gibt es verschiedene Schreibweisen, wenn man Leerzeichen einsetzt, es gibt Systeme, da kann man Leerzeichen in den Text reinnehmen, andere nicht. Was macht man mit mehrteiligen Wörtern, die werden dann teilweise zusammengeschrieben und natürlich, was ist mit Synonymen? Insofern ist es nicht optimal, wie alle Systeme halt nicht optimal sind, das ist aber ein guter Schritt in Richtung eines Ordnungssystems, was jeder nutzen kann. Für das Studium hat es insofern großes Potenzial, meiner Meinung nach. Sie können nämlich damit, ich sag mal, Dinge finden, das haben wir eben gerade hier gezeigt, wie man wie wir hier stöbern konnten. Gleichzeitig kann man aber auch sich austauschen. Also ein gutes Beispiel dafür ist Mr. Wong. Man kann hier auch Webseiten speichern. Man kann aber auch mittlerweile Dokumente hochladen. Meine Gruppen, wenn ich eine Gruppe drauf habe zum Beispiel, und da werden Bookmarks gesammelt. Da kann man sich anschauen. Das Schöne ist bei den Gruppen, dass man die Gruppen bilden kann und zum Beispiel für eine Seminararbeit, sie sammeln diese
Bookmarks miteinander und können die austauschen. Und jeder hat Zugriff auf die. Ja, wie setzt man ein? Setzt man es ein im Studium? Sie können es also gerade als Dozent häufig einfach kann man Linklisten anlegen und die verbreiten. Man kann zusammenarbeiten über Gruppen, man kann aber auch zusammenarbeiten über eindeutige Tags, dass man dort ein bestimmtes Tag verwendet und dann kann man nach diesem Tag alle Links finden. Dazu muss man aber ein eindeutiges Tag nehmen. Also E-Studi ist schon so ein bisschen am Limit, weil S-Studi auch noch ein spanisches Wort ist. Man müsste da jedenfalls doch noch ein HB dahinter setzen, zum Beispiel für Bremen. Und man kann auch das Personen schicken, weiterschicken. Das geht zum Beispiel gerade beim Delicious. Immer wenn ich auf einer Seite bin, die ich jetzt interessant finde, gehen wir nochmal zum Thema E-Learning 2.0. Mal. Hier ist einfach eine Seite und gehen wir mal davon aus, dass ich das jetzt ganz, ganz spannend finde. Ich habe mir hier in Firefox bereits eine Erweiterung für Delicious, sowas gibt es natürlich auch für Mr. Wong, installiert. Da kann ich jetzt auf Tag klicken und da ein paar Tags eingeben. Mir werden aber auch ein paar Tags angeboten. Web 2.0, Education, E-Learning, Collaboration, Teaching, kann ich jetzt zum Beispiel sagen. Und ich könnte hier jetzt auch noch das jemand schicken. Also zum Beispiel über Twitter jetzt senden und dann erscheint es in meinem Tweet-Account. Ich könnte es aber auch per E-Mail an jemanden schicken oder innerhalb mein Delicious. Da habe ich dann ein Netzwerk von Personen, denen ich das dann zuschicken könnte, zum Beispiel den Thomas Bernhard. Und wenn ich jetzt hier auf Sichern klicke, dann wird diese Seite gespeichert und Thomas Bernhard kriegt auch noch einen Hinweis darauf. So kann man sich gut vernetzen.